Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zu diese Mannschaften von den Ligen SBCs. Lohnt sich. Teil 2. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, sollte das mal abchecken. Könnt ihr bestimmt über die Suchleiste finden. Weil, ja, momentan haben wir ja den Tier of the Group Stage. Und wenn man einen von denen zieht, ja, das ist schon Jackpot. Das ist ziemlich Jackpot. Glaube ich, außer Jayco sind da viele Spieler, die schon sechsstellig weggehen. Ja, wir haben ja ein paar Sachen verkauft. Ja, nichts Besonderes. Kann man wegdrücken. Heute ist Part 1. Ich weiß nicht, ob ich heute auch den Part 3 hochladen werde oder es am Montag hochladen werde. Freunde, ohne Witz, ich weiß nicht, ob ich Food Champs die letzten Spiele hochladen werde, weil ich erstens nicht weiß, ob ich die zu Ende spielen werde. Und ja, keine Ahnung. Also es wird wieder sehr, sehr toxisch. Also dieses Wochenende, ich bin ja Samstagabend zurückgekommen und ich musste viele Spiele machen. Und wirklich, das ist mit Abstand das schlechteste Gameplay, was ich hier habe. Und das sage ich Woche für Woche. Ich denke, Woche für Woche denke ich, es geht nicht schlimmer. Es geht schlimmer, Freunde. Ich habe eben einen anderen Streamer geguckt, der heißt R9 Ray. Ich weiß nicht, welche, ob ihr ihn kennt. Der kommt ab und zu Top 100, glaube ich, sogar fast regelmäßig. Der Alter, der hat fast sein Team geraged verkauft. Also nicht ich bin der Einzige, der das durchmacht. Und ganz ehrlich, wenn ich nur dran denke, boah, wie kommt die Grütze? Ich wünschte, ich hätte echt mein Team jetzt verkaufen nach nein und nur noch getradet bis Anfang Januar. Weil ganz ehrlich, das ist eine Schande. Das ist einfach eine Schande. Die haben doch wieder dieses Wochenende Millionen gemacht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da mit den Rivals und Fujamins Server los ist, aber das ist wirklich einfach nur noch Schande. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich will nicht so viele negative Vibes hier verbreiten. Aber wir fangen heute an mit die besten Packs von League One und von der Super League und die Top-Partien werden wir auch noch machen. Ich denke mal, wir fangen mit den Top-Partien an. Ganz, ganz easy. So, ich werde nicht viel drüber reden. Ich schließe sie einfach ab. Das sollte jeder schon easy gemacht haben. Die sind jetzt momentan nicht schwierig zu lösen. So, nächstes Pack ist fertig. Und dann gehen wir weiter zu Legans gegen Getafe. Auch eigentlich sehr, sehr easy. Oh, da fehlt ja eh erstmal ein Spieler. Was ist denn hier los? Auch hier nächstes Pack fertig. Ja, ich will euch jetzt nicht zeigen. Ist ja ein bisschen unnötig. Ich denke, das ist nicht so schwer. Alter, meine Haare nicht on point. Aber Freunde, ihr kennt das doch. Ihr kennt das doch. Ja, und hier haben wir gar nichts mehr. Ja, moin. Muss später mal gucken. Ja, wir gehen erstmal in die Ligue 1 rüber. Da habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wie ich das noch schnell lösen werde. Wir fangen mit AS Monaco an. Goldspieler-Pack. Ja, wie viel ist das wert? Ungefähr 10k, würde ich sagen. 10k. Hier müsst ihr dann noch eine ZM zu ZOM-Karte geben. Ist jetzt, glaube ich, sehr, sehr günstig. Sollte nicht teuer sein. Kriegt dafür ein Goldspieler-Pack. Das Krasse dabei ist, ihr denkt erst, oh, nur ein Seltener. Das ist ja das Krasse. Die Non-Rares sind momentan sehr, sehr teuer. Deswegen ist es nicht schlecht, dieses Pack mal mitzunehmen für 6k. Ich würde das mal auf 10, 12k schätzen, ein Goldspieler-Pack. Und wer ist ja ein Seltener ist da drin, kann natürlich auch was Krasses rauskommen. Dann gehen wir weiter zu AS Saint-Étienne. Wir zahlen hier 8k, kriegen ein 15k Pack. Geht, denke ich, in Ordnung. Ach, scheiße, ich habe vergessen, beim ersten euch die Spieler zu zeigen. Hier zeige ich das euch nochmal. Ihr müsst ein bisschen auch darauf achten, dass die Chemie vielleicht manchmal nicht stimmt, ja. Also guck mal, ob ich da irgendwo Erstbesitzer stehen habe. Sonst müsst ihr halt irgendwo einen anderen Spieler reintun, der eine bessere Chemie gibt, zum Beispiel nicht den Innenverteidiger, dann müsst ihr einen Linksverteidiger hier reintun oder hier ein LF zu LM, je nachdem, ja, oder hier ein Torwart, je nachdem, wie es passt. Außerdem kann es sein, ja, wenn ich das Video hochlade, dass die Preise nicht mehr die gleichen sind, wie ich euch das angebe, weil ich das vorher eingekauft habe und dann, wenn die Leute es noch gucken, ja, dann wartet einfach ein paar Tage, zum Beispiel bis Donnerstag, wenn die Belohnung draußen ist, dann kriegt ihr wahrscheinlich die, ja, Spieler auch sehr, sehr günstig. Guckt einfach, welche Spieler ihr noch habt im Verein, wenn die Spieler, die ich euch gezeigt habe, günstig sind, kauft die ein, ansonsten verkauft die Spieler auch, wenn die mehrere tausend Münzen wert sind. Als nächstes haben wir Girondin Bordeaux. Bezahlen 7k, auch hier ein 15k Pack. Also es sind nicht die krassesten Packs, aber wie ihr seht, wir bezahlen ungefähr immer 50% bis 30% runter für das Pack. Also was Besseres kriegt man als, ja, Free-to-Play momentan nicht für ein Pack-Opening. Auch hier bezahlen wir 8k für ein 15k Pack. Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen, beim anderen das zu zeigen. Ah, tut mir leid. Also, die meisten findet ihr auch Footbin. Also, die meisten habe ich auch Footbin einfach kopiert. Also, ist jetzt nichts Schwieriges, was ich hier gebaut habe. Aber, ja, tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Sollte ich euch eigentlich immer zeigen. Ja, momentan halt ein bisschen kaputt, mitten in der Nacht.
Deswegen, ja, kann sein, dass ich mal ein bisschen hier vergessen habe, euch was zu zeigen. Hier kriegen wir für Marcel Goldspieler-Pack. Ich würde sagen, das ist 10 bis 12k wert. Kostet euch insgesamt ungefähr 6k. Diese Mannschaft hier so, ja, bauen, erbieten, whatever, wie man es nennen wollt. Und ja, hier kann es sein, dass ihr irgendwo vielleicht hier ein ZM zu ZOM-Karte oder ZM zu ZDM-Karte benutzen müsst, weil ich glaube, da war ein Erstbesitzer dabei. Wie gesagt, müsst ihr ein bisschen selber drauf achten. Ich habe das jetzt schnell auf die Schnelle gebaut und nicht immer drauf geachtet, ob das ohne Loyalität gehen sollte. Hier haben wir einen Prime Electrum Spieler Pack. Ich weiß nicht, wie viel das wird. Ich rate mal 15 bis 20k. Ihr bezahlt hier für dieses Pack 7k. Ist, denke ich, auch ja, in Ordnung. Drei Erstbesitzer haben wir hier. Ja, da müsst ihr wahrscheinlich dann ja, ihn ein RF zu RM geben und ZM zu ZOM ihn geben. Dann passt die Chemie. Auch wenn ihr alles selber kaufen müsst. Als nächstes haben wir Paris Saint-Germain. 15k bezahlen wir dafür. Kriegen ein 45k Pack. Ist, denke ich, in Ordnung. Daniel Alves weiß ich nicht, ob das so passt. Habe ich jetzt gemacht, weil ich ihn untauschbar hatte. Müsst ihr, wie gesagt, vielleicht ab und zu mal auf Footbin abchecken, welche Preis für euch am besten ist. Aber für mich ist das hier so am besten. Und die meisten Mannschaften könnt ihr wirklich hier 1:1 kopieren. Dann haben wir die letzte Mannschaft von League One, die sich lohnt. Das ist Stade Rennes oder Stade Rennes. Wir kriegen hier einen selten gemischten Spielerset für 9k. Also das sind 4 Bronze, 4 Silber und 4 Gold und alle selten. Könnte sich schon lohnen. Müssen aber hier auch noch ein ZOM zu ZM-Karte geben. Also es kostet euch vielleicht ein bisschen mehr. Ungefähr 10k kostet euch dieses Pack. Müsst ihr natürlich auch immer selber wissen, ob ihr das macht. Verlustgefahr ist da, aber ihr macht meistens nicht so viel Verlust, wie viele denken, wenn ihr wirklich jeden Spieler für das Maximale verkauft und nicht immer direkt abstoßt. So, da gehen wir als nächstes noch in die Super League. Da habe ich auch noch ein paar Mannschaften rausgesucht. Und da haben wir einmal Başak Şehir. Kriegen für 7k ein seltenes gemischtes Spielerset. Ist eigentlich sehr, sehr in Ordnung. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Und wie ihr seht, die meisten Spieler kriegt ihr wirklich hier für Abstoß. Als nächstes gehen wir zu Rissaspor. 7k und kriegen ein seltenes gemischtes Spielerset klein. Ob es so lohnt, müsst ihr selber wissen. Vielleicht bezeichne ich sogar ein bisschen weniger als 7k. Ich weiß nicht, vielleicht 5k sogar, wenn ich hier genau gucke. Kann man, denke ich, mitnehmen. Am Ende des Tages braucht man halt Glück und wenn es selten steht, ist es meistens nicht schlecht. Da haben wir Fenerbahce nochmal, kriegen ein Goldspieler-Pack für ungefähr 5,5k. Ist, denke ich, auch in Ordnung. Hatte vieles Erstbesitzer auch hier am Start gehabt. Also da müsst ihr wahrscheinlich ja, einen Verteidiger noch einbauen oder halt einen Linksverteidiger. Dann würde es klappen, weil hier glaube ich, ein paar Loyalität Punkte schon vorher habt, weil die alle Erstbesitzer sind. Und dann haben wir als letztes Galatasaray von der ja, von der türkischen Liga Premium Goldspieler Set, also 25k für 7,5k ist, denke ich, sehr, sehr in Ordnung. Also da kann man sich auch nicht beschweren. Wie ihr seht, ja, meistens halt Erstbesitzer. Dann müsst ihr vielleicht hier anstatt einen ZOM Spieler einen Stürmer hinstellen oder denen eine ZOM zur Mittelstürmerkarte geben. Ich habe auch überlegt, hier beschickt das zu machen. Momentan sind aber viele Spieler sehr, sehr teuer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird sich das lohnen. Aber ich warte vielleicht, ob ich da jemanden von denen so ziehe. Aber ja, hier die sind ungefähr alle 2 bis 3k wert. Also ihr bezahlt so ein bisschen über 15k, aber ihr kriegt auch ein 45k Pack. Ich würde sagen, ich vorbereite noch hier die Top-Partien fertig vor. Und dann sehen wir uns beim Pack-Opening. So, vorhin jetzt bin ich auch mit der letzten Top-Partie in SPC fertig. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Irgendwie habe ich was anderes gelesen. Kriegen wir hier noch mein Prime-Gold-Spieler-Set klein. Und dann, ja, Top-Partien abgeschlossen. Kriegen wir noch mein Elektrum-Spieler-Set. Ich glaube, das ist ein Prime-Elektrum-Spieler-Set. Ja, ist in Ordnung. Nehmen wir es auch so mit. Und ja, Toni Kroos werde ich auch, denke ich, noch machen. Beim nächsten Mal kriegt ihr dann halt von der Bundesliga und den anderen Ligen die besten Mannschaften rausgesucht. Haben auch hier schon, wenn wir diese Silberpacks ausnehmen, 15 Packs, die wir aufmachen können. Das ist nicht wenig. Ich würde sagen, wir fangen mit den Jumbo Premium Gold Packs an. Ne? Wir haben 4 Stück davon. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, ob da was Krasses rauskommt. Aus all den Packs vielleicht ein Walkout oder ein Team of the Group Set Spieler oder ein Inform wäre ich zufrieden. Ansonsten, wie gesagt, Freunde, müsst ihr die Non-Rares auf jeden Fall mal abchecken in euren Verein. Besonders halt von den Mannschaften, die in der Liga SBC viel, ja, guck mal, hier, viel gute Packs raushauen.
So, weiter geht's mit dem zweiten Jumbo Premium Gold Set. Bin mal gespannt. Also, es sind 15 Packs. Nicht die besten, aber auch nicht allerschlechtesten. Da könnte mal hier und da vielleicht eine Leinwand zumindest kommen. Okay, hier, nächstes Pack ist auch nichts Krasses. Wie gesagt, es ist für einen Roto-Chloe-Spieler, ein Free-to-Play-Spieler oder jemand, der einfach kein Geld mehr ausgeben möchte, die beste Chance hat, Packs zu öffnen. Ihr kriegt, wie ihr seht, einfach wirklich 700. Guck mal, was ist das denn? Warum ist der denn so teuer? Also ihr kriegt für manche Spieler wirklich krasse Münzen. Also müsst ihr wirklich abchecken. So, drittes Jumbo Premium Gold Pack, come on, yay. Ja, immer noch nichts, aber wie gesagt, das sind auch, glaube ich, mit die schlechtesten Packs. Pischek-Seamer, ja, ist in Ordnung. So, letztes Jumbo Premium Gold Pack. Bis jetzt nichts Krasses rausgezogen. Ja, auch hier leider kein Walkout, aber wie gesagt, kann ich auch nicht erwarten. Aber zumindest mal eine Leinwand wäre okay eigentlich, aber... Ja, was soll man machen, Digga? Wir fühlen unseren Verein ein bisschen wieder auf und... Mehr als versuchen können wir ja nicht. Aber ist okay, ich werde wahrscheinlich ohne Scheiß, ich glaube, ich werde meinen Verein mal komplett ausleeren. Ich werde ihn einfach mal komplett ausleeren, nachdem ich die nächste Folge von diese Mannschaften von den Ligen SBCs lohnt sich gemacht habe. Dann werde ich meinen Verein mal komplett ausleeren. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch Spielerpacks. Wir haben 3 Goldspielerpacks. Wie gesagt, nur ein Seltener, aber 12 Gold, also die 11 Non-Rares könnten wirklich zusammen wirklich viele Münzen bringen, Freunde. Glaubt mir das. Also, es könnte sich lohnen, diese Packs auch mitzunehmen. Besonders, wenn ihr nur 7.000 oder so dafür bezahlt. Weil, guck mal, rechnen wir mal 7.000. Guck mal, das sind 700. Wenn ihr das mal 10 rechnet, kriegt ihr die Münzen schon eigentlich selbst für Discard raus. Und dann sieht ihr so einen, der ist schon 1,5 wert. Also wirklich, mit diesen Packs, meiner Meinung nach, kann man gar keinen Verlust machen. Guckt euch das an. Gladbach. Wegen den SBCs sind die alle teuer. Also, mindestens ein bisschen über einen Tauri kriegt ihr für manche von denen. Und das ist... meiner Meinung nach okay. Ist wirklich okay. So, nächstes Goldspieler-Pack. Wird aufgemacht. Ja, wie gesagt, aus den Packs kann man keine krassen Spieler erwarten. Aber ich habe die auch jetzt nicht gemacht, um krassen zu ziehen, weil... ja, die Non-Rares will ich sammeln. Für Footmills und für jetzt momentan. Die halt für jetzt viel weggehen, haue ich auch jetzt schon weg. Werde ich euch, wie gesagt, in der nächsten oder übernächsten Folge mal zeigen, wie viel die Spieler weggegangen sind. Die werde ich auf jeden Fall alle weghauen jetzt gleich, nachdem ich mit der Aufnahme fertig bin. Ja, ich ziehe hier wahrscheinlich auch nichts Krasses. Es ist leider vielleicht auch ein Pack-Opening, wo ich nicht die krassesten Spieler ziehe und dann denkt ihr, ah, es ist langweilig. Aber wie gesagt, ist es für euch nur so als Tipp, ne, dass ihr die Packs auch machen könnt. So, Freunde, dann haben wir noch ein paar gute Packs. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den kleinen Packs an. Hier so ein selten gemischten Spielerset klein. 2 Gold, 2 Silber, 2 Bronze. Ich würde mich mal langsam über eine Leinwand zumindest freuen, ja. So eine Leinwand würde mal ein bisschen Pep hier reinbringen. Ja, aber bis jetzt leider noch nicht. So, Freunde, dann machen wir mal als nächstes das Prime Goldspielerset klein auf. 6 Gold, 3 selten. Ah, bis jetzt, ja. Hey, immerhin eine Leinwand. Frankreich, Stürmer, es ist Lacazette. Ich glaube, die sind nicht mehr so viel wert, 3 irgendwas. Ist aber in Ordnung, nehmen wir mal mit. Das ist schon mal ein guter Anfang. Damit können wir arbeiten. Transferliste wird langsam ein bisschen voll, aber ein bisschen Platz haben wir noch. Als nächstes würde ich sagen, machen wir die 2 Prime Electrum Spielersets auf. Oh, come on, ich würde schon mal gerne... ja, ein paar Leinwände sehen, das wollte ich sagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Es ist natürlich nicht Fabinho, es ist Lucas Leiva. Ist aber auch in Ordnung. Den können wir auch mitnehmen. Könnte viel schlimmer sein. So, das nächste Prime Electrum Spieler Pack weg, aufgemacht. Und es ist wieder nichts. Schade, Mammel. Aber wir ziehen Europa League Spieler. Ist das dasselbe, den wir schon mal gezogen haben? Ja, moin, wir ziehen einfach denselben nochmal. Ja, aber es sind immerhin 12.000 oder wie viel da geht. Kann man sich erstmal nicht beschweren. Kann man erstmal mitnehmen. Das ist eine Special-Karte. Okay, können wir mitnehmen. So, wir haben noch 4 Packs übrig. Seltene gemischte Spielerset. Ich würde sagen, wir machen das abwechselnd. Erstmal ein seltenen gemischten Spielerset, dann ein Prime Gold Spielerpack und dann wieder andersrum. Come on, vielleicht aus denen noch ein Walkout wäre heftig. Oh, ein Impfform. Das ist schon mal... nicht schlecht. Den habe ich schon mal eingekauft. Das ist ein Abschlussinform. Aber das sind auch hier 10, 11.000, die wir wieder zurückbekommen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Illamendi. Also, das ist auf jeden Fall ein gutes Pack, Freunde. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man so mitnehmen. Und ein Spieler, der eigentlich 3-4, glaube ich, wert ist. Den hole ich mir einfach noch mit, Digga, für 1k. Und stelle ihn später nochmal für 2,8 oder so rein. So macht man easy Trading Profit, Freunde. Easy Trading Profit. Guckt euch das mal an. Wir haben nochmal hier einen Hannover-Spieler, der einfach mal 6k wert ist. Also, Freunde, wie gesagt, geht jeden Spieler durch. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr eigentlich mehr rausholt, als ihr denkt, Freunde. Wirklich mehr rausholt, als ihr denkt. So, Freunde, dann machen wir als nächstes Prime Gold Spieler Pack Nummer. Ach, das war ein Premium Gold Spieler Pack, das andere. Jetzt habe ich das falsche, das teuerste zuerst aufgemacht. Aber auch hier ziehen wir eine Leinwand. Brasilien, RF. Ja, es ist Malcolm 83er, ist in Ordnung, nehmen wir so mit. Ach, jetzt habe ich das falsche aufgemacht, aber ey, wie gesagt, es ist spät, ich bin verpeilt. Und es sind nicht so schlechte Spieler dabei, Freunde. Es sind nicht so schlechte Spieler dabei. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir so als nächstes das Premium-Gold-Spieler-Pack auf und dann als letztes das seltene gemischte Spieler-Set. Ich werde euch das zeigen, die Tage. Ich werde euch zeigen, wie ich alle Non-Rares und Silberspieler, die ich hier gezogen habe, verkauft habe. Und dann seht ihr, obwohl wir nichts Krasses bis jetzt gezogen haben, wir haben noch ein Pack übrig, werden wir, denke ich, ja, ich weiß nicht, ob wir Profit machen werden, aber wie gesagt, Minus denke ich einfach nicht. Minus, wir werden nicht viel Minus machen. Weil, guck mal, es sind einfach die ganzen Non-Wares sind einfach wirklich mehr wert, als ihr denkt. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Pack. Leider, wie gesagt, konnte ich euch nicht die allerkrassesten Pools zeigen, aber wie gesagt, das war ja dafür, um euch zu zeigen, welche Mannschaften sich lohnen. Und wie gesagt, eine zweite Folge wird ja auch noch kommen. Hat mir noch mehr Chancen. Da könnt ihr auch noch euch die besten Packs raussuchen, worauf ihr Bock habt. Ja, ihr müsst nicht jeden Pack nachmachen, den ich hier aufgemacht habe oder zusammengebaut habe. Dann würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Pack, selten gemischten Spieler, das ist vielleicht zum Abschluss. Na, leider kein Walkout, also schade. Kein Walkout und nicht mal eine Leinwand. Wie gesagt, es wird noch ein dritten Teil kommen, da haben wir nochmal eine Chance, eines der Special-Karten zu ziehen. Wir haben wieder einen Europa-League-Spieler gezogen, einen Abschluss in Form. Könnte schlimmer sein. Und wir haben einige Silberspieler gezogen, die ein bisschen was wert sind. Also zum Beispiel eben diesen Hannoveraner für 6k ist nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, es sind hier ein paar dabei, die sind 1,5 oder sowas wert. Und das sollte man nicht so einfach so, ja, übersehen. Und dann würde ich sagen, Freunde, was ist im heutigen Video? Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne, ist im Kommentarbereich wissen, wenn ihr Bock habt, dann lade ich so schnell wie es geht bei Part 3 hoch. Und dann würde ich sagen, was ist das von mir heute? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!